Hallo ihr Lieben, Weihnachten steht ja schon quasi vor der Tür. Es dauert nicht mehr lange, bis der große Weihnachtsgeschenke-Marathon losgeht. Ich durfte mich bei Geschenkidee ein wenig inspirieren lassen und mir einige Sachen aussuchen, die ich euch heute zeigen möchte. In diesem Video seht ihr Geschenkideen für Frauen und auch so ein, zwei neutrale Unisex-Geschenke. Es wird dann noch einen Teil geben für Männer, der kommt nächste Woche online, also schaut gerne vorbei. Wenn er schon online ist, verlinke ich ihn euch auch nochmal in der Infobox. Für die Frauen gab es so viel zu entdecken, da war es wirklich schwierig, mich auf ein paar Dinge zu begrenzen. Einmal habe ich das hier gefunden und ich finde es mega genial. Das da ist nämlich, schaut sehr weihnachtlich aus, oder? Das ist so ein Halter für Obst und ich führe euch das gleich vor, weil ich habe immer das Problem, dass ich nicht weiß, wohin ich meine Äpfel räume. Und dann landen sie meistens in irgendeiner Salatschüssel, sieht halt überhaupt nicht dekorativ aus. Und jetzt habe ich eben diesen Halter gefunden und fand es so genial für Äpfel, für Orangen. Seht ihr das? Ja. Da könnt ihr sie einschlichten und es haben wirklich einige Platz. Also so einen 2 Kilo Sack Äpfel bekommt ihr da locker unter. Und ich finde, es ist eine schöne Deko-Idee. Und ich glaube, da freut sich jede Frau, die einen eigenen Haushalt hat und Äpfel, Orangen oder sonstiges Obst gerne zu Hause hat, total. Weil ich habe das auch noch nie in einem Laden gesehen. Und finde, das ist eine echt coole Geschenksidee. Die Produkte sind übrigens alle in der Infobox verlinkt und ihr findet auch den Link zum Shop in der Infobox. Also schaut auch gerne für weitere Infos in die Infobox. Auch für die Damen, da musste ich so lachen und ich finde, das ist auch gerade zum Beispiel ein tolles Geschenk zum 18. Geburtstag. Eine Handtasche, aber diese Handtasche ist mit Wein gefüllt. Ich dachte dabei auch total so an Polterabende. Ja, genial. Dann kann man das hier aufmachen und einen Zapfhahn rausdrehen und dann den Wein so abzapfen. Und man könnte sich das auch so nett um die Schulter hängen. Also liebe Damen, ist das cool oder ist das cool? Wenn ich sowas geschenkt bekommen würde, würde ich mich mega freuen. Also ich habe überhaupt alles so Sachen ausgewählt, die ich halt total cool finde und die ich sehr gerne geschenkt bekommen würde. Ich finde immer, man soll Sachen schenken, die man auch selbst gerne bekommen würde. Und ja, so eine Weinhandtasche finde ich halt sehr genial. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Geschenksidee euch am besten gefallen hat. Das würde mich interessieren. Das ist halt das Coole bei dem Geschenkidee-Shop, dass ihr halt echt ja, da Sachen bekommt, die ihr halt so im normalen Laden nicht findet. Beziehungsweise ich wüsste gar nicht, wo ich so außergewöhnliche Sachen sonst bekomme. Und ich bin grundsätzlich ein Internet-Shopper. Alle, die mich kennen, wissen das. Dann haben wir hier auch noch etwas für die Frau. Es hängt halt natürlich immer davon ab. Ich habe jetzt so ein paar Sachen eben dabei, die halt so küchenmäßig sind. Aber wenn ich jetzt an mich denke und an meine Freundinnen im Umkreis, wir haben halt alle Familie und einen eigenen Haushalt und stehen alle auf so Küchenkram. Deshalb fand ich das hier auch sehr, sehr genial. Das ist nämlich ein Kochbuchhalter bzw. auch ein Tablethalter. Den könnt ihr aber unter dem Hochschrank verschwinden lassen, sodass er gar nicht im Weg ist. Und wenn ihr kocht, könnt ihr den einfach ausklappen und dort euer Tablet oder euer Kochbuch aufstellen und das Rezept halt nachschauen. Und mir gefällt halt auch diese Holzoptik sehr gut. Wirkt sehr qualitativ, hochwertig und ja, fand ich halt auch eine total witzige Idee, weil ich kenne diese Kochbuchständer, die man halt sonst irgendwie auf die Arbeitsfläche stellt, aber bei mir ist nie Platz auf der Arbeitsfläche, das würde nur noch mehr Platz wegnehmen. Deshalb fand ich die Idee halt auch ganz witzig, dass man das wegklappen kann. Weiter geht's mit dem Hausfrauen-Mami-Style, aber schreibt mir gerne. Ich freue mich über solche Sachen mega.
Ich bin gespannt, ob einige unter euch sind, die sagen, oh mein Gott, nur keine Haushaltsgeräte, die schmeiße ich euch zurück, wenn ihr mir die zu Weihnachten schenkt. Für diesen Fall gibt es natürlich die Weinhandtasche. Auf jeden Fall, sowas wollte ich auch schon ewig lange haben. Das ist nämlich ein Schneidbrett, was aber gleichzeitig so eine Auffangschale beinhaltet. Und das Schneidbrett ist aus Bambus, was halt sehr einfach zu reinigen ist und auch ein sehr hygienisches Material. Und es ist halt ein recht großes Schneidbrett, das finde ich auch immer ganz gut. Und ich glaube, das kann man auch alles in den Geschirrspüler tun, also außer das Bambus sollte man, glaube ich, nicht in den Geschirrspüler tun. Reinigung mit feuchten Schwamm, nicht ins Wasser tauchen, viermal im Jahr mit Pflanzen- oder Olivenöl behandeln, Fasern treten möglicherweise beim ersten Reinigen hervor, Brett mit trockenem Tuch abwischen, dann weiter trocknen lassen. Ja, und eben, ihr habt dann hier eine echt große Auffangschale, wo ihr entweder zum Beispiel, wenn ihr jetzt Zwiebel schneidet, die Schalen unterhalb reinmacht oder eben dann die fertigen Zwiebelstücke und das dann in den Topf gibt. Finde ich echt mega praktisch, wollte ich wirklich auch tatsächlich immer schon haben. Und mir gefällt halt dieses Bambus auch sehr gut. Und ich weiß auch, dass es Bambus ein sehr gutes Material ist, ebenso für Schneidbretter. Ich freue mich schon, damit was zu zaubern, weil das werde ich nämlich für mich behalten. Einige Sachen davon werde ich eben tatsächlich für Weihnachten und Geburtstage verschenken. Aber manchmal darf ich mich auch selbst beschenken. Ja, wie gesagt, finde ich, kann man auch immer gebrauchen. Passt auch perfekt zu diesem Kochbuchhalter. Könnte man vielleicht auch als Package verschenken, vielleicht so als Housewarming-Gift. Ich habe auch schon Freundinnen so Bambus-Schneidbretter geschenkt und die haben sich auch mega gefreut, weil das ist echt was, was man halt immer braucht. Ein hochwertiges Schneidbrett, finde ich, ist auch ein super Geschenk. Nur keine Messer verschenken, weil das bringt Unglück. Also nur als Tipp, Messer sollte man nie verschenken, weil das bedeutet so viel, als würde man irgendwie dem anderen was Schlechtes wollen oder halt die Freundschaft zerschneiden. Das hat mir meine Mama immer so erklärt und an das halte ich mich. Dann noch zwei Unisex-Geschenke, die aber vom Thema her beide in den Bereich Reisen fallen. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne verreist und die Welt entdeckt und ich besitze dieses Buch auch. 1000 Places to See Before You Die und ich kann es empfehlen, echt für Leute, die sich gerne die Welt anschauen und die halt, ja, die es einfach lieben, Neues zu entdecken, dass man ihnen dieses Buch schenkt, weil das sind wirklich 1000 Plätze drinnen auf der Welt, die man mal gesehen haben sollte. Das Glaubensbekenntnis aller Weltenbummler. Und was ich halt gerne mache bei meinem, ist, dass ich einfach das mit so einem Marker markiere, wo ich schon war. Das finde ich halt echt, ist auch eine total coole Geschenksidee. Deshalb zeige ich euch das auch. Passend zum Thema Reisen habe ich bei Geschenksidee auch noch das hier gefunden. Das ist so ein Flugreise-Komfort-Set. Und auf der einen oder anderen Flugreise hätte ich mir das auch gewünscht. Einmal ist da eben so ein Nackenhörnchen dabei, dann eine Augenmaske, Oropacks können auch nie schaden und dann noch so eine Tasche, wo man das alles aufbewahren kann, damit man das einfach immer ins Handgepäck packt, wenn man wohin fliegt. Und ich finde, das ist auch einfach eine nette Idee, auch vielleicht für jemanden, der sich zu einem runden Geburtstag oder so Reisegutscheine wünscht, dass man einfach sowas noch dazu packt oder eben auch dieses 1000 Places to See Before You Die. Ich finde, sowas geht halt immer und ich würde mich mega freuen, wenn ich sowas bekommen würde. Das Buch habe ich jetzt schon, da würde ich mich jetzt semi freuen, aber so einen Flight Kit hatte ich irgendwie noch nie. Und vor allem ist der Mint und Grau meine zurzeitigen absoluten Lieblingsfarben. Also auch Daumen hoch dafür. Das waren meine Geschenksideen für die Frau. Ich hoffe, es war das ein oder andere dabei, wo ihr sagt, darauf hätte ich auch mal kommen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut euch auf jeden Fall auch die Geschenktipps für Männer an, weil die sollten auch nicht zu kurz kommen vor Weihnachten.
Das Video kommt nächste Woche online, beziehungsweise wenn es schon online ist, verlinke ich es euch natürlich in der Infobox. Tschüss!